Sean. Am I a monster? Nothing is wrong with you. You're different. Okay. What are we gonna do now? I was thinking maybe we could go to Puerto Lobos. Where Dad grew up, you know? Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. As long as we're together. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories too. Once upon a time, in a wild world. There were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together. But one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. They started a journey through the great big fortgesetzt. Ja Leute, das war's wohl. Life is Strange 2 Episode 1 Rhodes. Leute, in diesem Part sind aber viele Dinge gekommen. Also zum einen würde mich interessieren, ob wir hätten etwas anders tun können. Als das, was wir getan haben, also sprich, dass Daniel es nicht übers Fernsehen erfährt, sondern wirklich von uns, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich denke, Daniel erfährt es immer übers Fernsehen. Aber diese Phänomene, die waren Daniel. Also das, ja, ist dann doch schon etwas erstaunlich. Daniel, wenn er vielleicht in Wut oder in Angst ist, kann diese, was war das, ein Wirbelsturm oder so erzeugen. Und das ist ja auch interessant, also wenn wir jetzt mal zurückdenken, die Geschichte mit dem Polizisten ganz am Anfang vom Spiel, mit der Szene, wo die ganze Misere angefangen hat, da war irgendwie sowas Unerklärliches dann in der Tankstelle, da bei diesem Hillbilly-Typen, der ist auch niedergestreckt worden von einem Phänomen. Und jetzt das Thema hier in dem Zimmer. Wahnsinn. Es ist auch, wenn ich wieder auf Brody zurückkommen darf, der ja, ich würde mal sagen, jetzt in diesem in dieser Episode meine Lieblingsbegegnung bei den beiden Jungs war. Er hat ja, ich weiß nicht, ob er es gesagt oder geschrieben hat, dass der gemeinsame Schmerz die beiden Brüder noch enger vereinen würde. Und er hatte recht. Genau das ist passiert. Und ich weiß auch, Leute, dass indem ich Daniel gesagt habe, ich würde ihn nie wieder anlügen, also Sean würde ihn nie wieder anlügen, haben wir dem Spiel natürlich, ja, wahrscheinlich Tür und Tor geöffnet. Das Spiel wird uns ganz heftig auf die Probe stellen, da bin ich ganz sicher. Diese Aussage ist so nach dem Motto, das wird Folgen haben. Ja, Leute, also bisher muss ich sagen, ist dieses Spiel ziemlich genial, so wie man das von einem Life is Strange Spiel erwartet. Und also allerhöchste Gaming-Kunst hier von DONTNOD Entertainment mal wieder. Ich bin jetzt so auf dem, also dieser Part wird jetzt auch etwas länger, Leute, weil ich natürlich den Abspann hier durchlaufen lasse. Ihr könnt natürlich euch vorstellen, so wie das bei allen anderen Life is Strange Spielen auch immer am Ende einer Episode bei mir gewesen ist, dass mir jetzt 1000 Fragen im Kopf explodieren, die ich gar nicht in der Lage bin, in Worte zu fassen. Sei es drum, oh, ich kann hier beschleunigen, ich kann nicht nur verlassen, sondern beschleunigen. Ich würde das Ganze jetzt mal hier beschleunigen, ohne dass ich die Arbeit von den Leuten, die hier aufgelistet werden, irgendwie schmälern möchte. Ich werde auf jeden Fall beim letzten Part am Schluss alles in Normalgeschwindigkeit durchlaufen lassen. Also sprich bei Episode 5 ganz am Ende. Und würde das jetzt hier mal beschleunigen, weil ich glaube, dass jetzt noch unsere Entscheidungen kommen. Ah, Voice Talents, Sean Diaz, das waren wahrscheinlich die englischen. Es sind natürlich die englischen, weil es gibt ja nur die englische Audiospur. Okay. Gut, Leute, dann beschleunige ich jetzt mal. Und dann gucken wir, was jetzt noch kommt, weil wenn es in der Life is Strange Tradition bliebe, würde jetzt die Zusammenfassung der Entscheidungen kommen und dann würde ein Ausblick auf die Episode 2 kommen, von der ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgeguckt habe, wie sie heißt. Werden wir aber dann gleich sehen. So, beschleunigen wir das Ganze. Nicht zu genau hinschauen, sonst wird euch vielleicht schlecht von der Geschwindigkeit. Die Musik ist auch genial, auch wenn wir die lizenzierten Lieder nicht hören können. Aber diese Musik hier, die Instrumentalmusik, ist wieder genial. Ich glaube, es ist wieder Sid Matters, wie bei Life is Strange, dem ersten Spiel auch schon. Und ich bin einfach nur hin und weg von den beiden Brüdern und bin gespannt, welche Begegnungen, welche Schicksalsschläge noch auf die Jungs warten. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht irgendwie verlassen zu drücken, aber wenn es nicht bald fertig ist... ja, puh, heftig, Leute. Bin echt gespannt, was als nächstes dann uns hier noch aufgetischt wird. Okay. Ja, Leute, hilft nichts. Ich verlasse jetzt mal. Ah, hier. So. Okay, und natürlich auch immer mit der Prozentzahl, wie sich andere entschieden haben. Du hast den Choco Crisp Daniel gegeben, nur 21%. Du hast den Esteban gegeben, 35%. 44% von euch hätten ihn selbst behalten. Oh, ja, also kann ich nachvollziehen, der sah wirklich lecker aus, aber naja. 74% haben wie wir Esteban die Wahrheit gesagt über das, was auf der Party geplant ist, ja. Du hast Esteban umarmt, 90%. Ja, Leute, Papito hatte diese Umarmung verdient. Auch wenn ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, was dann danach mit ihm passiert. Du hast kein Geld aus dem Glas genommen, 71%. Das war im Nachhinein betrachtet eine dumme Entscheidung, Leute. Dumme Entscheidung. Du hast etwas Geld ins Glas getan, 7%. Du hast Geld aus dem Glas gestohlen, 22%. Das wäre aber mal eine kluge Entscheidung gewesen. Du hast Brad konfrontiert, 75%. Ich glaube, anders wäre es auch gar nicht gegangen. Als großer Bruder müssen wir unseren kleinen Bruder beschützen. Du hast auf dem Parkplatz gestohlen. Du hast am Parkplatz nichts gestohlen. Ah, gestohlen im Sinne, ich habe versucht, diesen Kasten, oder ich habe diesen Kasten geöffnet, wo ich gedacht hätte, dass das Parkgeld drin wäre. 29%, du hast selbst um Essen gebettelt. 51%, du hast nicht um Essen gebettelt. Okay. Über die Hälfte von euch haben ihre Würde behalten, im Gegensatz zu mir. Du hast in der Tankstelle nichts gestohlen, 62%. Ja, ich glaube, da hätten wir uns in richtige Schwierigkeiten bringen können. Hey, wir sind in richtige Schwierigkeiten gekommen. Wahnsinn. Du bist mit Daniel weggelaufen. Du hast Hank geschlagen und die Campingausrüstung gestohlen. Du bist mit Daniel weggelaufen. Nur 36%. 64% von euch haben die Campingausrüstung gestohlen. Und ich sehe gerade, wenn wir das getan hätten, hätten wir auch Hank geschlagen. Okay, hätte ich nicht machen wollen, auch wenn er es wirklich verdient hätte. 61% haben, wie wir, Lila zurückgerufen. Okay, ihr seid auch der Meinung gewesen, mehrheitlich, das hatte sie verdient. Du hast Daniel versprochen, dass du ihn nicht nochmal anlügst. 91%. Ich glaube, das ist eindeutig. Da sind wir bei der Mehrheit, bei der ganz dicken Mehrheit. Wie schon gesagt, Leute, ich bin davon überzeugt, das Spiel wird uns auf die Probe stellen. So, was kommt als nächstes? Okay. Daniel hat etwas über Wegmarkierungen gelernt, 97%. Daniel hat nichts über Wegmarkierungen gelernt. Da hätten wir das wahrscheinlich nicht mit ihm besprechen dürfen oder so 3%, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Daniel ist hingefallen und dreckig geworden, 29%. 71%, Daniel ist im Wald nicht hingefallen. Das war die eine Situation, wo wir über den Baumstumpf geklettert sind, wo ich dann das Gefühl hatte, das Spiel hat irgendwie einen Hänger gehabt, wo ich dann neu geladen habe. Und nach dem Neuladen konnte ich Daniel noch helfen. Daniel hat Holz fürs Feuer gesammelt. Daniel hat im Wald eine Festung gebaut. Ah, ich hätte ihn da eine Festung unter dem Felsvorsprung machen lassen können, um ihn zu beschützen. Nein. Daniel hat das Wettrennen im Holzsammeln gewonnen, 36%. Daniel hat verloren, 10%. Daniel hat sich nicht mit dir im Holzsammeln gemessen, 54%. Das hätte gehen sollen, weiß ich jetzt auch nicht. 60%. Daniel hat nicht gelernt, wie man Steine hüpfen lässt. Daniel hat gelernt, wie man Steine hüpfen lässt, 40%. Ach, da hätte ich einfach nur noch weitermachen müssen mit ihm wahrscheinlich. Da war ich zu ungeduldig, sorry, Daniel. Ach so, ich verstehe es. Jetzt sehen wir hier Daniel und jetzt sehen wir hier Sean. Das waren praktisch Dinge, die Sean betreffen bis zur Seite 3 und ab Seite 4 sind das Dinge, die Daniel betreffen. Ich verstehe. Okay. Daniel ist nicht wütend geworden, 88%. Daniel war im Wald wütend auf dich, 12%. Da weiß ich nicht genau, was ich da hätte machen müssen, um ihn wütend zu machen. Aber gut, dass es nicht geschehen ist. Daniel hatte eine erträgliche Nacht. 73%. Daniel ist von den Bären schlecht geworden. Ah, Daniel, deine Geschichten haben Daniel Albträume bereitet. 21%. Okay, wenn wir zu viele Bären gegessen hätten oder wenn wir die falsche Geschichte erzählt hätten, dann wäre es wahrscheinlich nicht so gut um Daniel gewesen. Okay. Daniel musste nicht betteln. 80%. Mhm. Daniel hat Doris nicht abgelenkt. 81%. Ah, okay, das hätte ich irgendwie machen können, das habe ich nicht mitgekriegt. Daniel hat nicht genug gegessen, 44%. Daniel hatte genug gegessen, genug zu essen, 56%. Da waren wir ein schlechter Bruder, oder ich war ein schlechter Bruder, ich nehme es auf meine Kappe. Okay. Daniel hat kein Powerbear-Spielzeug bekommen. Das hätte ich dann in dem Automaten angeln müssen, 81%. Das wäre aber wahrscheinlich zu teuer geworden. Wobei 19% von euch haben es durchgezogen. Respekt. Und Daniel hat nichts gestohlen. Daniel hat etwas von Brody gestohlen. 33%. Wusste ich jetzt nicht, wie das hätte gehen sollen. Habe ich da was übersehen? Gott sei Dank. Brody wäre nicht zu bestehlen gewesen, so gut wie der Mann zu uns war. Gut, Leute. Ich sag fortfahren. Schätze. Jetzt kommt der Vorausblick auf Episode 2 und ich sage jetzt mal, auch wenn dieser Part jetzt etwas kürzer geworden ist, ihr seht schon, ich habe den längeren Part jetzt doch gesplittet, wenn er jetzt etwas kürzer geworden ist, wünsche ich uns noch viel Vergnügen beim Ausblick auf Episode 2 und wir sehen uns am Anfang von Episode 2 im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao! All right. Come on, man. Focus. Okay. Trust me. You can do it.